Tamara hat sich heimlich tätowieren lassen. Ihre Eltern saßen nebenan im Wohnzimmer und durften von allem nichts mitbekommen. Hi. Hallo. Hallöchen. Ich bin die Tamara. Die Story ist ziemlich doof. Also ich habe es mir von meiner Schwester stechen lassen. Wie? Zu Hause, bei ihr im Zimmer, auf dem Bett. Dieses Spannungsgerät hatte sie aus einem Chemielabor. Oh. Die Maschine selber, also diese Pistole, hatte sie von einem Kumpel geliehen, der sie sich vorher bei eBay ersteigert hatte. Sehr geil. Und die Tinte hat sie auch irgendwie bei eBay bestellt gehabt. Und dann haben wir halt ihren Nachttisch mit Frischhaltefolie eingewickelt, damit es halbwegs steril ist. Ja, sterilisieren mit Frischhaltefolie. Ja, also so war das. Ich habe in ein Kissen gebissen, damit ich nicht so schrei, weil meine Mutter es nicht mitbekommen durfte. Ja, es waren alle zu Hause. Mein Bruder stand vor der Tür und hat aufgepasst. Und es hat wirklich höllisch wehgetan. Komm mal her, zeig mal her. Zeig uns das mal. Sie hätte vielleicht bei eBay mal gucken können, ob sie vielleicht noch ein bisschen Talent mit ersteigert hat. Ja, es ist ihr erstes. Was ist das? Das sollte wirklich ein Schlüssel sein. Ja, es sollte ein Schlüssel sein. Es ist eine Schlüsselfigur geworden. Ja, es ist das Entenfuß. Ja, ich bin froh, dass es dabei geblieben ist und dass sie auch nicht irgendwie mit einer neuen Maschine weitergestochen hat. Sie meinte, spätestens jetzt wäre ihre Tätowierkarriere zu Ende. Ja, also, sobald Deutschland das sieht. Das wäre sie. Wir danken dir und würden sagen, bis später. Dankeschön. Ja, bis später. Ciao. Ciao. Gabis Tattoo sollte sie an ihre beiden liebsten Menschen erinnern. Herausgekommen ist ein Horror-Tattoo. Auch wenn es auf den ersten Blick gar nicht so aussieht. Hallo, ich bin die Gabi. Ja, was dahinter steht ist, okay, meine Schwester ist verstorben an Leukämie mit 37, hat 3 Kinder hinterlassen und hat einfach einen sehr guten Mann gehabt. Und sie hat auch eine gute Schwester. Und die hat die Kinder einfach ja, in gute Hände gelassen und ist dann von dann gegangen. Ja? Mein Vater ist dann Jahre später mit einem Herzinfarkt aus dem Rollstuhl gekippt und war auch tot. Also dachte ich mir, schön, lass ich's machen. Hab mich dann überreden lassen zur Kolibri. Ja, also steht ja für Masse, für Familie. Und der hat mir eine tolle Geschichte erzählt. Ich bin völlig mitgeschwommen. Ja, ja klar, viele Vögel, Familie. Wir sind 5 Kinder gewesen. Ne? Und passt, dachte ich mir. Ja. Komm mal her, zeig's mal live. Wie alt ist denn das? So alt ist das noch nicht. Das ist jetzt, warte, boah, ein Dreivierteljahr alt oder so? Ja, das wollte ich gerade sagen. Ja. Das sieht man an eben, aber ich möchte, aber ich möchte das nicht. Ich möchte das weg. Ich möchte meine Schwester und meinen Vater nicht verarschen. Ziemlich krass. Okay, danke dir. Danke und bis gleich. Wir werden uns beraten. In Kürze. Hoffe ich doch. Nadine sieht aus wie ein ganz normales Mädchen. Doch sie ist sehr krank. Ihr Tattoo sollte ihr eigentlich Kraft gegen die unheilbare Krankheit geben. Doch es ist verwaschen und schief und nicht so geworden, wie sie es sich gewünscht hat. Hallo. Hallo. Na, wie heißt du? Erzähl uns deine Story zu deinem schrecklichen Tattoo. Also, ich bin die Nadine. Bei mir ist es so, und zwar, ich hatte das Problem, ich saß beim Arbeiten, habe gemerkt, mein Arm fängt an kribbeln. Das ist ja nichts Außergewöhnliches. Ich hatte einen Bürojob, dachte mir, okay, Nerv eingeklemmt. Ein Jahr später hatte ich das wieder, bin dann wieder zum Arzt und gesagt, ja, genau dasselbe Scheiß. Und am Ende hat mir mein Arzt dann gesagt, dass ich MS habe. Multiple Sklerose. Diese chronische Entzündung des zentralen Nervensystems ist bis heute unheilbar. Die Diagnose war halt ziemlich hart. Wenn man dir das so sagt und du sitzt also es da, hört sich hart an, als es damit ist. Anfangen. Ist hart. Und das ist doch was, da gehst du jetzt hin zu einem Tätowierer, der mir Leute empfohlen haben und bin dahin und hab gesagt, ich hätte gerne Celebi, ich hätte das gerne als für mich als Aufrunterung, ich hätte das gerne auf dem Arm, was er sich da, wie er sich das vorstellen könnte. Und sagt er, ja, er hat gleich morgen Zeit, ich soll vorbeikommen. Ja, ich dachte mir, oh, das ist ja mein Glückstreffer. Ja. Komm mal her, zeig mal nach. Jetzt habe ich das. Ja. Damit bin ich natürlich totunglücklich. Das konnten wir uns denken. Ja, es will leider. Es sollte eigentlich was sein, was mich aufmuntert. Ich dachte mir so, ich sehe das dann immer und denke mir, ja gut. Wie gesagt, so. Danke dir und wir sagen bis gleich. Genau. Dankeschön. Tschüss. Ciao.
Nadine will sich von ihrer Krankheit eben nicht unterkriegen lassen. Sie hat gelernt, stark zu sein.